Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir befinden uns hier in Sonneweg. Wir haben im letzten Part die Arena hier besiegt. Und nun können wir uns auf den Weg machen zur Pokémon Liga. Und ich glaube, da müssen wir hier nach Norden, oder? Oder? Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Arena aus dieser Stadt. Du musst gut sein. Bitte nimm die hier auch noch. TM 99. Was ist TM 99? Jetzt hören wir mal. Setze Kaskade über die Feuerattacke ein, kannst du Wasserfälle emporklimmen. Diese TM enthält die Attacke Kaskade. Wenn du Kaskade über die Abteilung des Pokédex einsetzt, kannst du Pokémon-Liga dran steuern. Ich meine natürlich, kann mich nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. Mit der Kaskade können wir jetzt uns auf den Weg zur Pokémon-Liga machen und... Ja, wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Wir müssen natürlich surfen. Und, ich würde mal sagen... Ja, gut, Blutaros vorne. Bietet sich am besten an, wegen Wasser und so. Und hier kommen natürlich wilde Pokémon, wie zum Beispiel ein Tentoxa. Ja. Kommt hier alles. Aber wir werden sehen, So, weg, bitte. Ich möchte fliehen. Ich denke mal, ich werde ja auch einen Superschutz einsetzen, oder? Ich werde mal einen Superschutz einsetzen, besser ist. So, Beutel. War irgendwo hier, ne? Hier. Haben wir noch super Schütze? Da haben wir noch zwei Stück. Ja gut, wenn ich jetzt mal dann war. Machen wir einfach mal. Wir müssen ja sowieso alle Trainer machen hier. Ey, ich bleib stehen. Ich bin entschlossen, zur Pokémon-Liga zu gehen. Egal wie hart es werden wird. Da musst du aber nach Norden schwimmen. Meine Liebe. Nach links und rechts. Hilft dir nicht weiter. Schwimmerin Cassandra fordert hier raus. Was hat sie denn? Lumineon. Schönes Pokémon, finde ich. So, Angriff hat gesunken und wir machen auch direkt weiter, ne? Wir machen hier gleich direkt Funkensprung. Ich hoffe mal, dass sich unser Pokémon dazu entschließt, auf dem Weg zur Pokémon-Liga noch gut zu leveln, um eventuell ein Knackrack zu werden. Das wäre mir sehr... Das würde ich sehr feiern. Ja, was jetzt? Es ist so hart. Ja, so ist das nun mal, ne? Und du? Entschuldige bitte, dass ich dich nicht angemessen angezogen bin. Für den Kampf. Das ist kein Problem. Ich meine, ihr schwimmt hier rum. Was sollt ihr sonst tragen? In voller Montur? Ich denke, würdet ihr das Gewicht euch nass machen und dann würdet ihr runtergezogen werden. Aber warum sollte man? Warum sollte man sich so dick anziehen? Wird man nur krank, ne? Vor allem, wenn man schwimmen wird, dann ist natürlich... Ist sowieso am besten, wenn man in Schwimmklamotten rumläuft. Nicht wahr? Ja, ne? Level 41, das ist eigentlich ganz gut. Gute Erfahrungsfutter. Bin auch gespannt, ob wir diesen Part schon zur Pokémon-Liga kommen, denn ich erinnere mich, bei alten Games war es immer so, dass der Weg zur Pokémon-Liga immer so unfassbar lang war. Und immer war da vor der Höhle. Ja. Wahrscheinlich ist dies auch hier der Fall, ne? Vielleicht müssen wir erst einen Berg besteigen, um zur Pokémon-Liga zu kommen. Was werden wir ja sehen. Gut. Wurde besiegt. Gleichzeitig schwimmen zu schwimmen und zu kämpfen war wohl keine so gute Idee. Ey, du schwimmst doch gar nicht. Du stehst auf dem Wasser. Ist hier irgendwas Besonderes? Ja, eine Riesenperle. Da ist der nächste Schwimmer. Ich kann mich hier entscheiden, wo lang. Rechts oder links. Machen wir jetzt mal die Schwimmer. Ich trainiere auch in einer Pokémon-Arena. Glaub nicht, dass das ein Spielzugang für dich wird. Ach, wo? Ey, im Hintergrund sieht man ein Schiff. Jetzt ist es verschwunden. Wieso konnte man im Hintergrund ein Schiff sehen? Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Habt ihr doch gesehen, oder? Habe das nur ich gesehen? Naja, wie dem auch sei, Haferbrei, wir werden ihn jetzt kalt machen. Gut, Mundtüle erreicht 35. Und versucht Feuerwirbel zu lernen, ja. Ja, mach mal Agilität weg. Ja, warum auch nicht. Und ein Remoraid. Remoraid erinnert mich immer an Remoulade. Wegen Remo am Anfang.
Also ein bisschen so ein Remo-Reit auf die Pommes schmieren. Die Currywurst und Remo-Reit tunken. Und ein Mantax. Gut, mit Elektroattack kommen wir ja ganz gut durch über das Wassergebiet, ne? Das ist sehr gut. So, Pedro. Du wolltest besiegen, ne? Meister Marinus, Wellenbrecher Marinus, ich hab's dir enttäuschend versagt. Oh. Hauptsache Alessios geht's gut, ne? Hier ist nix. Oh, Doppelkampf. Yes. Mein Traum ist es, in jeder Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Oh. Vor dem Kampf tief durchatmen. Und dann kommt bitte aus Wasser raus, damit ihr da auf dem Land, auf dem knietiefen Wasser, nicht mal knietief, stehen könnt, um gegen mich zu kämpfen. Zwei Pokémon, die... Ich sollte den echt wirklich Chuckenboy weiter nach unten tun. Der hat hier keinen Typenvorteil. Gut. Du tauchst mal einmal Funkensprung auf Wingull und du wirst ausgetauscht. Gegen... Ja, wir haben nichts anderes Starkes gegen Wasser, ne? Aber Drugi ist halt besser, weil Boden, ihr wisst Bescheid. Aber immerhin hast du beim Kampf teilgenommen und kriegst Erfahrung mal, ne? Beim letzten Mal, wo du am Kampf teilgenommen hast, dann bist du sofort tot gegangen. Das war im letzten Part in der Arena. Gut, Wingull ist weg. Und du setzt Blubstrahl ein. Ja gut, ist nicht so sonderlich stark, du. Und er ruft... Oh nein, natürlich ruft er Morlord. Na gut, erstmal Funkensprung auf Meryl. Und dann machst du bitte ein Aeroass auf Morlord. Ja, es war klar. Aber so werden wir dem kleinen beikommen. Chuckenboy. Ja. Lehmbrühe. So. Und Enteron. Gut. Dann ist jetzt hoffentlich zu Ende. Aeroas nochmal auf Morlord. Ja. Level 43. Nicht mehr lange, nur 5 Level, Chuckenboy. Nur noch 5 Level. Ja, hast du super gemacht. 5 Level, dann kann er endlich zu Knackhack werden. Knackhack. Ich hoffe, das erreichen wir noch auf dem Weg zur Liga. Und noch ein Wingull. Boah. Und was? Ich habe gar nicht gedacht, wie viele Pokémon die haben. Wingull und Pelipper. Pelipper ist ein super gutes Pokémon eigentlich, ne? Eigentlich ist es richtig gut. Woher machst du mal? Komm, mach mal Aeroas gegen Wingull. Gut, dann ist es wenigstens weg. Und mit der Elektro-Attacke sollte Pelipper auch nicht mehr lange da stehen, wo er steht. Ja, sehr gut. ...59. Wow, der Level ist viel zu schnell. Selbst Kurano levelt nicht so schnell. So, Aiden und Patricia wurden besiegt. Mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Doch, ist vorbei. Einatmen, ausatmen. Und 1640 Poké-Dollar gekriegt. Gut, dann haben wir da noch einen Trainer in der Ecke. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Du bist in der Ecke und hängst da. Weiß was auch immer. Seht ihr das Schiff da hinten? Nee, das ist gar nicht das Schiff. Wieso sieht das aus wie ein Schiff? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht.
So, danke. Funkensprung. Einmal Fähigkeiten präsentieren. Ja, das kann ich, das kann ich. Und ja, schön. Schwimmer Ruben, ey. Du behältst die Oberhand. Ja. Kann ich da in die Ecke rein? Wie komme ich da denn hin? Ich habe zum Glück noch einen Schutz. Und danach geht's aus. Hä? Weiter runter? Alter, warum so kreuz und quer hier? Das wäre ja alles kein Problem, wenn man nicht überall hängen bleiben würde. TM818, Regentanz. Gut, dann zurück. Ja. Dann gehen wir weiter nach Norden. Machen die Schwimmerin. Das kommt ja wahrscheinlich, da sehen wir schon Land. Ich habe einen Trainer im Wasser gefunden. Und ich habe eine Schwimmerin im Wasser gefunden. Ja, es sieht wegen den Felsen so aus wie ein Schiff, ne? Weil die so komisch geformt sind. Einige Felsen kommen im Hintergrund. Und manche sind im Vordergrund. Und dann sieht es halt durch den Schatten alles so aus, ne? Ja, dann mach mal Funkensprung bitte wieder. Ich wollte gerade sagen, Knirsch, aber. Nee, ist ja Elektro. Gut, 58 für Kurando. Chuckleboy levelt echt langsam. Gedankengut, ist das gut? Psycho? Erhöhte Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ist eigentlich super, ne? Ja, machen wir Akrobatik weg. Wobei. Feuerwirbel. Ja, Feuerwirbel kommt weg. War das super gut. Wenn wir unseren Spezialangriff erhöhen und damit Feuer raufballern, dann macht es noch mehr Schaden. Gold King. Ja, weg mit dem. Weg damit. Weg damit! Das kann man bestimmt essen. Gold King. Schwimmerin Renate wurde besiegt. Mein Bedarf ist gedeckt. Ja, mit dem gebratenen Gold King, da wirst du ein bisschen länger auskommen. So fett wie das Vieh war. Ich habe mir entschieden, wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur Pokémon-Liga. Ja, zeig mal her, Wilfried. Womit willst du zur Pokémon-Liga? Hier ist ein Pokéball, der gerollt hat, ey. Warmelin. So. Ja, der Funkensprung wird uns auf dem Weg noch ausgehen. Oh, der ist schneller dran. Oh, das ist wahrscheinlich eine Prio-Attacke, ne? Sehr gut. Und ein Tentokler. Damit bist du Pokémon-Liga? Du hast echt eine Waffe, wirklich. Wie weit willst du denn damit kommen? Und damit wirst du wahrscheinlich nicht mal den ersten Trainer da besiegen. Definitiv nicht. Boah, Chuckenboy. Der levelt so langsam. Kluck, kluck. Ich bin bald da, weißt du das, zufällig? Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Da muss ein bisschen weiter. Da darfst du hier nicht stehen bleiben, du. Reto. Na dann. Pelipper. Ach Gott, mach doch mal die Fähigkeiten. Ey, diese Fähigkeiten verzögern ist einfach so krass. Ja, das ist schön. Wow, wie ich würde gerne mal wissen, wenn ich alles mal zusammenschneide, wo ich nichts machen kann. Wie lang das wäre, hier im gesamten Let's Play. Mundile erreicht Level 37. Gastrodon.
Oh Gott, muss das sein? Nicht gut eigentlich, ne? Oder? Ich glaube, das ist nicht gut. Naja, ging. Soll er mal knirschen, dann ist das Ding down. Okay. Gastrodon ist eigentlich, auch wenn ich es echt hässlich finde, ne? Aber ist eigentlich ein gutes Pokémon. Und ein Mashok. Er möchte natürlich das Pokémon wechseln, damit es halt schneller vonstatten geht, ne? Ist ja klar. Ist ja logisch. Danke. Ey, was? Sehr gut. Mashok wurde besiegt. Chuckenboy, mach doch mal. Ich bin schockiert. Nein, wirklich, ich bin schockiert. Ich setz mal gleich hier Funkensprung auf dich ein. Schutzeifel wirkt in mir. Das ist die beste Voraussetzung. Hier liegt noch eine Perle. Wollen wir natürlich mitnehmen. Da oben sehe ich schon den nächsten Trainer. Wie lange geht denn die Route? Unglaublich. Ich glaube, Ponita, ich weiß, dass eigentlich nicht so gute Habitat für dich, aber was soll's. Und weiter geht's. Hallo! Wollte gerade sagen, willst du nicht kämpfen? Wenn mein Herz erobern will, muss auch im offenen Meer eine gute Figur abgeben. Ich will nicht dein Herz erobern, ich möchte hier nur weiter. Ich will durch. Gilda! Ich hab nur wenig Lust hier. Enteron. Na, was heißt wenig Lust? Ich hab voll Bock. Pokémon bringt Spaß. Aber von mir aus dürften die gerne mal weniger Training hier auf dem Weg sein, irgendwie. Gut gemacht. Klar, dann machen wir Funkensprung. Oder zumindest mal andere Pokémon. Oder ein bisschen stärker oder so. Ein bisschen mehr Abwechslung. Vielleicht eine Höhle hier nochmal an der Seite zum Erkunden. Auf dem Weg zur Liga. Die Apple setzt ein. Und ich war die Flut. Hi. Ich habe mal bei einem Schwimmwettkampf den ersten Platz belegt. Als nächstes peile ich deshalb einen Sieg bei der Super Wettbewerbshow an. Konzentriere dich doch auf eine Sache, die du kannst. Und dann machst du sie halt, perfektionierst sie halt noch weiter. Nur weil du den ersten Platz einmal belegt hast, musst du nicht damit aufhören. Du kannst immer noch besser werden, oder nicht? Ich weiß nicht so recht. Aber vielleicht verliert man den Ehrgeiz, wenn man einmal schon das Ziel erreicht, was man immer haben wollte, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben bald keine AP mehr für Funkensprung. Müssen wir wahrscheinlich bald Donnersplitz einsetzen. Oder Donnerschock, ich weiß gar nicht, was das andere war gerade. Chuckenbereich Level 4 am Feld, nur noch 4 Level to go. Und noch ein Pedipair. Wer hätte das denn ahnen können? Niesel. Nur zweimal. Okay. Übrigens, nehmen wir das alles ein bisschen weiter im Voraus auf. Also ich habe jetzt viel im Voraus aufgenommen. Ich werde wahrscheinlich das ganze Let's Play im Voraus aufgenommen haben. Das halbe Let's Play davon. Weil aus dem Grund, YouTube spoilert mich übertriebenst. Deswegen wäre es auch wesentlich besser, wenn ich es halbwegs blind noch erlebe. Deswegen nicht, falls ihr euch wundert oder so. Weil, deswegen mache ich das. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch, das ist mir schon klar. Stimmt, ich bin der Einzige, der immer rumsurft. Das war bis jetzt in allen Editionen so, oder? Ingolf! Was hast du für ein Pokémon? Ein Gyarados, okay, nice. Auf Gyarados surfen wäre auch mal was, ne? Bei Let's Go konnte, bei Pokémon Evo, Let's Go Evoli und Pikachu konnte man auf Gyarados surfen. Und dann hat man sogar das gesehen, wie man drauf gesurft ist. Das war cool. Glaube ich, oder so. Glaube ich so. Glaube ich war doch so, oder? Let's Go ist ein bisschen her bei mir. So, bitte mach tot damit mit Funkensprung. Danke. Hat du gut gemacht. Mondlil erreicht mit 38. Wann entwickelt die sich eigentlich?
Platsch. Idiot. Ich dachte, ich bleib davon verschont, aber nein. Ein wildes Tentoxa erscheint. Es erscheint einfach. Plötzlich da. Statuswerte sinken nicht, das ist super. Das freut mich sehr, aber wir haben keinen Bock auf dich. Du bist zwar ein sehr hübsches Pokémon. Vor allem Pokémon Snap, da sind die Pokémon richtig hübsch, ne? Habt ihr mal Pokémon Snap gespielt? Oh mein Gott, ist das ein gutes Spiel. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich glaube, setz mal das Kaskade ein. Und natürlich kommt noch eine Höhle. Wer hätte das dann ahnen können? Ich glaube, dann machen wir mal hier, einmal eine Heilung, ne? Wir brauchen Heilung. Ja, einmal zum... Und dann müssen wir wahrscheinlich uns noch durch eine richtig lange, komplizierte Höhle wagen. Die uns auf sämtliche Herausforderungen... Die uns sämtliche Herausforderungen bereithält für uns. Weil eine Höhle ist, wechseln wir Trudi nach vorne, weil ich glaube, dass da viele Gesteins-Pokémon und Kampf-Pokémon auftauchen werden. Ansonsten wollte ich noch gerne mal die Ast-Trainerin fragen, was die hier noch zu suchen hat. Ich meine, die steht uns ja eigentlich recht da im Weg, ne? Hey, ich bin einmal gescheitert, aber das hat mich nur stärker gemacht. Okay. Schade. Die hat nichts für uns. Was ist das für eine Höhle? Zur Siegesstraße. Seid ihr bereit? Ich bin es nicht, aber wir müssen bereit sein. Gucken wir uns erstmal hier oben um. Hier ist nichts, außer nach unten. Oh, bitte sei nicht allzu kompliziert. Hüpf. Hier kann man auch hoch. Machen wir also den kaputt. Ich kann in die Zukunft sehen. Und was siehst du? Deine Niederlage, Markus. Ein Alpollo. Können Flugattacken dem schaden? Ich habe es nicht damit gerechnet, dass wir gegen einen Geist kämpfen. Ja, können sie. Okay, ja gut. Dann machen wir Aeroass. Sehr gut. Wir finden hier noch sehr viele Items. Das ist auch ganz gut. Simsala. Da hätten wir Luftfahrer einwechseln müssen, ne? Ja, hätten wir machen müssen. Jetzt zu spät. Wobei, ist auch egal. Trudel ist stark genug. Level 56. Und ein Gengar. Wir bleiben drin, ne? Ja. Wir machen was weiter und hoffen, dass es down geht. Level 46 auch schon irgendwie heftig, oder? Ah doch, es ging down. Okay, ich habe damit kurz gezweifelt, habe ich. Ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen. Also ich bin zwar schon die Lauscher, dass du mir dein Geld gibst. In der Pokémon-Liga erwartet dich die Top 4, aber das wusstest du ja bereits. Oh, wow. Dafür halte ich für ein TM41 Folterknecht. Du Knecht, du. Gehen wir hier hoch. Kraxler. Dann gehen wir hier runter. Ja, ist ein guter Deal. Vogeltyp? Nee. Pokémon bewegen. Na, komm her. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Oh. Oder Vogel Tuse. Nicht Typ Tuse. Galune. Sie erinnert mich ein bisschen an dem Ghibli-Film, irgendwas von den Wolken. Stadt in den Wolken, glaube ich, hieß die Stadt. Hieß der Film oder so. Laputa. Da hat die. Nee, oder war das die mit den Rie. Nee, das waren. War das die? Nee. Da war das die, aus dem Ghibli-Film. Ach, wir sind ja voll. Stimmt ja, ganz vergessen. Wir sind ja, da gab es auch noch einen Ghibli-Film, der mit diesen Rieseninsekten war. Und da hat die auch, ist die auch geflogen. Hatte auch so ein ähnliches Outfit an, ne? Die Winde von Nausicaä, irgendwie so hieß die. Irgendwie so hieß der Film. Daran erinnere mich das Outfit. Natürlich hast du Bedroher.
Oh, und dann macht er auch noch Ruckzucki. Sehr gut. Yukishiro erreicht Level 52. Yuki, du wirst auch noch irgendwann drankommen. Wir werden noch gegen einen Drachen kämpfen. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wir werden noch gegen einen Drachen kämpfen. Deswegen habe ich die auch im Team. Sonst irgendwas? Nö. Ein Ball. Ein Hyperheiler. Das hat sich nicht gelohnt. Da müssen wir wahrscheinlich hier runter und dann nach links. Ja. Mal Kraxler. Kommen wir denn hier irgendwo lang? Ja, da. Ein Ass-Trainer. Zeig mal, wie du bist. Zeig mir, wie du dich bisher durchgekämpft hast. Los geht's. Und ihr seid euch sicher, dass ihr alle von euch Trainern bereits schon 8 Orden habt. Brunhilde. Ein Enteron. Wenn ihr es habt, dann habt ihr aber die falschen Pokémon hier mit. Oder trainiert ihr gerade? Kann natürlich sein. Trainieren wahrscheinlich irgendwelche Billo-Pokémon. Ach ja. Ja gut, dann machen wir Funkensprung. Und Bamski. Chuckboy, Level 45. Nur 3 Level. Hytyra. Ne, wir bleiben drinnen, wir können... Das ist ja Fee, ne? Ach du Scheiße, was ist denn stark gegen Fee? Knirscher, probier's einfach mal aus. Oh, zum Glück ist das trotzdem besiegt. Wow. Manche leveln echt heftig. Körnerleicht Level 59. Mondlili Level 40. So hast du also gekämpft. Ja, so und nicht anders. Nanu? Mondlili entwickelt sich. Glückwunsch, deine Mondlili hat sich zu einem Galopper entwickelt. Oh, yes. Seine Flammenmähne lodert kräftig auf, wenn es mit 240 km die Stunde schnell wie ein Pfeil galoppiert. 240 km die Stunde, Alter. Das Ding ist sauschnell. Das muss ja... Boah. Und Schmalhorn. Was ist denn Schmalhorn? Eine Stahlattacke. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit einem spitzen Horn. Die Attacke trifft immer. Ja, nein, nein, nein. Mach Klug weg. Wow. Wenn die Attacke immer trifft, das ist super. Gut. Da haben wir auch das endlich erreicht. Haben wir noch was, ein Top-Elixier haben wir irgendwie gefunden. Das freut mich sehr. Und nun geht's weiter nach oben. Ach Gott, nee, ey. Wirklich. Ja, die Höhle, ne? Ist die Höhle. Oh Gott. Wir brauchen hier wahrscheinlich sehr viele VM-Fähigkeiten. Ich kann jetzt Felsen verschieben. Wow. Den Trainer machen wir noch. Ja, oder? Das ist ein guter Deal. Ein Blick auf dich genügt, um zu wissen, dass du es nur echt drauf hast. Ein Blick auf dich genügt. Ne, du weißt schon, wenn ich dich sehe, denke ich dran, dass du keine Chance hast. Erich. Oh, sie ersetzen gleich einen Galopper ein. Gut, dann mach mal. Das hat wahrscheinlich Feuerfänger, ne? Deswegen, wie unser Galopper. Deswegen machen wir lieber damit. Und Rugi erreicht mit 57. Wagemut, was macht denn Wagemut? Kampf. Genauigkeit 100. Ein Angriff, das dem Ziel Schadenhöhe der aktuellen KP des Anwenders verfügt.
186. Jetzt haben wir dadurch selbst besiegt. Oh, das, damit besiege ich mich selber? Wenn wir ihn viel KP haben, dann hat, wenn er viel KP später bekommt, ne? Das wäre heftig. Das wäre besser als Notsituation, ja. Alter, das wäre jetzt richtig übertrieben, wenn wir das so als richtigen Finisher einsetzen oder so. Vino Fliebes, möchtest du das Pokémon wechseln? Wir möchten das Pokémon wechseln. Kurando, du bist dran. Flammrad. Yes. Ramaidon. Was auch nochmal das? Ach, dieses hässliche Ding. Dieses Fossilgedöns. Was ist nur so stark gegen es gibt Bodengestein oder so, ne? Da müsst ihr mal nachgucken, was ist Zen-Kopfstoß? Ja. Haben wir irgendwas Besseres? Steht da irgendwas jetzt steht da zum Beispiel nicht, was effektiv gegen das Viech ist, ne? Wenn das Gestein ist. Flug macht keinen Schaden, dann ist das Boden. Elektro macht keinen Schaden. Wir haben kein Pflanzenviech im Team. Ich versuche mal Nahkampf. Step und sehr stark die Attacke eigentlich. Ja, aber gut, das ist down. Gut. Ich hatte schon kurz Angst, dass uns dieses gehörnte Viech mit seiner Beule, mit seiner blauen Beule am Kopf uns sehr viel Schaden machen würde. Oder uns Probleme bereiten würde. Da hätte ich Angst gehabt. Habe ich kurz Angst. Kurz habe ich Angst gehabt. Aber nein, Astrainer Erich, keine Chance. Der erste Eindruck trügt halt nicht. Du bist so stark wie erwartet. 3000 irgendwas an Pokédollar ist auch sehr viel mehr, als ich erwartet habe von dir. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Hey, hier seht ihr noch mehr Let's Plays von mir. Und zusätzlich ist hier noch meine eigene Animationsserie. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie euch mal ansehen würdet. Auch würde ich sehr feiern, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen.